Zeit. Und ihr wisst ja, so als Influencer, da schwimmt man ja in Geld. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dafür müsste man mehr, keine Ahnung, Beauty-Produkte testen, Minecraft spielen und den 20.000. Akkupack testen. Trotzdem soll es um Geld gehen, denn ich habe da eventuell was bekommen. Und zwar das hier. Also fast. Ja, wenn wir hier sehen können, das ist von Olympia eine Banknotenzählmaschine mit Falschgeldprüfung. Ich mache mal einen Stern dran, denn ich glaube nicht, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Zumindest nicht ganz, aber es wird eine Geldzählmaschine sein. Das Ding zählt offensichtlich Banknoten, also Papiergeld. Und warum es hier liegt, naja, ich war auf so einem Auktionshaus und habe geklickt und sagen wir mal so, ich hätte nicht erwartet, dass ich das Ding tatsächlich gewinne, aber es hat mich jetzt inklusive Porto unter 10 Euro gekostet. Hey, im Zweifelsfall findet man eventuell was. So, das Ding hier hat 3 Punkte, wo ich so ein bisschen Bedenken habe. Nummer 1 ist, der Verkäufer, die Verkäuferin hat angegeben, dass das Ding defekt ist und ein Bastler sein soll. Begründung war, die ganze Mechanik geht wohl, aber es wird wohl nichts gezählt. Das Zweite, was nicht angegeben war, aber was man so erahnen konnte, es war ein Bild von der Verpackung und es war ein Bild vom Gerät. Das abgebildete Gerät ist nicht das NC570. Das ist ein kleineres Modell, das hat dann nicht ganz so viele Funktionen. Diese Funktionen beziehen sich aber alle auf die Falschgeldprüfung. Das eigentliche Zählen sollte trotzdem gehen. Und Nummer 3, wo ich so ein bisschen Bedenken habe, naja, das ist halt irgendwie mit Falschgeldprüfung und so. Ich bin mir nicht sicher, ob da Reparieren überhaupt sinnvoll möglich ist oder ob es da irgendwelche Sicherheitsfunktionen gibt, dass der sich selber löscht, wenn da was schiefläuft. Aber hey, selbst wenn er das tut, hat man immer noch die Mechanik. Mal gucken. Ja, ansonsten, wenn wir hier drauf gucken, was wir an Infos haben, ist, was er an Falschgeldprüfung angeblich hat. Die 570er hat alles. Das ist magnetisch, Infrarot, 2D und keine Ahnung, was die beiden sind. Müsste ich gucken, ich blende es euch ein. Außerdem neueres Modell, Updated Series. Das Ding hier kann auch die neuen 100 und 200 Euro Banknoten erkennen. Für den Fall, dass jemand damit ein bisschen mehr zu tun hat. Hier noch irgendwo an der Seite die ganzen Merkmale. Dann können wir auch da nochmal drauf gucken. Was haben wir? LCD-Disc. Ernsthaft? Ein Liquid Crystal Display. Zählt, sortiert. Zählt sortierte und unsortierte Banknoten. Das heißt, man kann im Prinzip einfach einen riesen Stapel da reinlegen, egal welche Reihenfolge, und der erkennt halt auch die Werte und zählt die Werte korrekt, was günstige Apparate zum Beispiel nicht können. Anzeige der Ergebnisse, Einzelsummen oder Gesamtsumme in Euro, türkische Lira und schwedische Krone müsste das sein. Mache ich einen Stern dran, ich glaube, das kleinere Modell, was hier drin ist, kann, glaube ich, keine Lira, egal, Euro reicht ja. Und US-Dollar zählt dann nur die Anzahl. Zählgeschwindigkeit 1000 Noten pro Minute, kann man ein bisschen was an Geld durchjagen. Der Eingang 100 bis 200 Noten, die neuen Scheine sind anscheinend ein bisschen dünner. Ach, und hier steht es auch, Magnetcode, magnetisch, Formathöhe, Stärke, Infrarot und das Farbbild wird geprüft. Angeblich 100% Echtzeitsprüfung für Euro. Immer wenn irgendwer sagt, etwas wäre 100%ig, dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Und wenn er das hat, wäre cool. Anschlüsse 2x RS232 für LCD, für Display und Drucker. Könnte man eventuell wahrscheinlich auch dann, wenn es RS232 tatsächlich ist, an PC anklemmen und so automatisches Zählen. Und ein Update per MicroSD-Karte. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn eben neue Banknoten rauskommen. Anscheinend gibt der Hersteller da auch Updates raus. Ansonsten, was ich jetzt mal nicht zeige, hier steht noch irgendwie hergestellt für Firma XY. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Distributor ist oder was auch immer. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich vermute, dass hier ein kleineres Modell drin ist. Ich glaube, auf den Bildern war die 560 abgebildet statt die 570 von der Verpackung. Aber ja, wie gesagt, das Ding war sehr günstig, von daher, what could possibly go wrong? Und was haben wir? Hey, Überraschung, eine NC560. Okay, wie geht das hier raus? Das sind komplette, ein Kaltgerätekabel. Wow, nicht, dass man davon
meistens ohnehin unendlich viele in der Schublade hat. Aber man kann auch nie genug davon haben. So, keine Anleitung oder irgendwas. Zack, zack. Okay. Und hier sind wir. Vom ersten Eindruck, das Gerät dürfte schon ein paar Jahre hinter sich haben. Denn ja, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera hinkommt, aber es ist schon ein bisschen vergilbt, das Plastik hier oben. Nach unten wird es heller. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier den Einzug, da kommen die Banknoten rein. Hier unten werden die Banknoten dann ausgegeben. Innen drin eine Walze. Das ist kein Gummi, okay. Bei Gummi ist immer die Frage, ob es ausgetrocknet ist. Auf der Rückseite die zwei RS-232-Anschlüsse für Display und für Drucker oder halt PC in meinen Augen. Eingang mit einer zusätzlichen Sicherung, Micro-SD, ist leer und kann aus hier. Okay. Wie wir hier sehen können, sehr viel Mechanik überall. Was haben wir hier unten? Haben wir tatsächlich etwas, was man aufschrauben kann. Okay. Na gut, ich würde mal sagen, wir nehmen das Ding mal in Betrieb. Mal gucken wir mal, ob da irgendwas passiert. Ja, ich habe noch ein Kaltgerätekabel, dann nehmen wir das. So. Einstecken, einmal einschalten und nicht wirklich was. Kein Display. Ja, gut, das ist sehr wenig. Oh doch, jetzt. Oh, das Display flackert aber. Und das hier läuft sehr langsam. Okay, das klingt mir nach Netzteilfehler. Ja, ich glaube, da ist irgendeine Spannung nicht sauber drin. Das wäre gut. Ich habe gerade ausgeschaltet. Also, gucken wir mal, ob er mit Scheinen was anfangen kann oder ob er so zerreißt. Hoffentlich nicht letzteres. Wenn ich Scheine irgendwo habe, muss gestehen, ich bin dann doch eher mit Karten unterwegs. Ja, aber so ein paar Reste hat man ja immer. Mal, was er da draus macht. Ich glaube nicht, dass er was zieht. Einfach weil er so langsam läuft. Dann mal hier 10er und 20er. So, nochmal anschalten. Es passiert wieder nichts. Display bleibt dunkel. Aus, an, aus. An. Okay, jetzt ist irgendwas da. Kein Display, aber der Motor läuft. Wie gesagt, ich sehe es hier flackern. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera kommt. Deswegen, da stimmt was mit der Stromversorgung nicht. Und zählen tut er auch nicht. Oder? Nee. Start, hier, ein. Okay. Also, der tut offensichtlich nichts. Aber wir haben einen sehr guten Verdacht, was das sein könnte. Strom mal wieder weg. Dann suchen wir uns mal einen Schraubendreher und zerlegen das Ding mal eine Runde. Mindestens mal hier, weil das sieht so aus, als ob da Netzteil drunter sein könnte mit dem Hochspannungssymbol hier. Mit Glück kommen wir da ja direkt dran. Ah, hier ist noch ein QC Pass 2016. Okay, ist das jetzt was? 8 Jahre? Hätte ich jetzt spontan vermutet, dass es älter sein könnte, aber gut, vielleicht älteres Design und dann neuer hergestellt. Na gut. Ich suche mal Werkzeug. Also, nehmen wir mal auseinander. So, Netzteil frei und bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich interessant und nicht schlecht, dass man mit einer einzigen Schraube das Ding hier rausholen kann, als gesteckt ist. Das macht es natürlich sehr einfach, so ein Netzteil zu tauschen, wenn da mal was dran ist. Auf der anderen Seite, ne, hier steht so eine schöne Modellnummer drauf, aber unter der findet man halt keine Ersatzteile. Das heißt dann eher suboptimal. Ich habe auch bei dem Hersteller nicht direkt gefunden, dass der irgendwas in Richtung Ersatzteile anbietet. Und was dazu kommt, ne, der Output hier, 24 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 1 Ampere, minus 9 Volt, 0,5 Ampere.
Ja, das ist auch eine Kombination. Ich glaube, die findet man jetzt so eher nicht im Regal. Na gut. Ansonsten, von oben drauf gucken, nichts Offensichtliches, keine Stellen, die wirklich irgendwie verbrannt aussehen, keine Elkos, die sich irgendwie aufgebläht haben. Also, da ist nichts zu sehen. Auch die Rückseite, zumindest mal nichts zu sehen, was nach Defekt aussieht. Was man tatsächlich sieht, das sind ein paar interessante Lötstellen. Also, das ist ja schon fast auf dem Niveau von ich und ich habe keine Lust. Aber das sollte keinen Fehler verursachen. Glück für uns hier bei diesem sehr viel Pin-Ding, was in Richtung der Maschine geht. Da haben wir auf der Rückseite immerhin eine Beschriftung. Das heißt, wir wissen, dass hier unsere minus 9 Volt sind, unsere 9 Volt sind und unsere 24,5 Volt sind, die auf dem Typenschild als 24 Volt bezeichnet werden. Ja, okay. Ich würde sagen, ich mache da mal irgendwie erstmal eine Messung ohne Last. Wenn das irgendwie was zeigt, dann wissen wir ja schon, wo dran es hängt. Wenn nicht, mal gucken, eventuell irgendwie hier ein paar Drähte dran löten, Last drauf geben, also alles wieder einbauen und dann in Betrieb gucken, ob man da was sehen, dass vielleicht die Spannungen unter Last zusammenbrechen. Weil aktuell bin ich halt immer noch der Meinung, sehr wahrscheinlich Netzteil. Na gut. Also, erste Frage, haben wir vielleicht einfach irgendwo einen Kurzschluss hier auf den Ausgängen? Hier ist im Übrigen noch ein Pin-Control dabei, das ist vielleicht nicht so toll. Das ist kein Kurzschluss, das ist einfach nur der Elko, der aufgeladen hat. Keine offensichtlichen Kurzschlüsse, keine allzu tiefen Widerstände. Dann machen wir mal böse Dinge und geben Saft drauf. Jetzt haben wir hier Input direkt AC, 240 Volt, jo. Kommt hin, Sicherung, ich glaube nicht, dass die durch ist, irgendwas lebt ja noch. Und dann gucken wir mal, ob wir dann was sehen. Ich muss natürlich aufpassen, weil die Maschine, die habe ich jetzt noch dran. Also ich benutze das Originalkabel hier von der Maschine, was da rauskommt. Der hat ja einen Schalter, aber dieser Schalter, die sind meistens einpolig. Das heißt, das könnte sein, wenn man da ausschaltet, dass immer noch Strom drauf ist. Also bitte Vorsicht walten lassen. Diese Warnzeichen sind nicht umsonst drauf. Das kann halt sehr gefährlich werden. So, an. Ich höre ein ziemliches Spulenfiepen, was ich so nicht erwartet hätte. Kann normal sein, kann kaputt sein. Das ist schwierig jetzt zu sagen. Ich habe ja keine Referenz, wie es normal klingen sollte, aber ist auf jeden Fall schon mal auffällig. Dann gucken wir mal, was denn hier die Spannungen sagen. Ich hoffe, hier so kann man es sehen. Machen wir mal die minus 9 Volt. Also keine minus 9 Volt. Okay, jetzt kann es natürlich sein, dass das wegen dem Control ist. Wie sieht es bei der 9 Volt Schiene aus? Die scheint da zu sein. Da hatte ich gerade was auf dem Display. Ja, 9, irgendwas. 9,2, das ist, denke ich, okay. Und die 24,5 Volt, die sind auch nicht da. Das heißt, aktuell haben wir... Nevermind, da sind sie. 24,2 Volt. 24 Volt da, 9 Volt da, minus 9 Volt nicht da. Und okay, da ist auch minus 9 Volt. Aber wohl nur ein bisschen Dreck dazwischen. 9,6 ist etwas hoch, aber okay. Das ist nicht, was ich sehen wollte. Fehlende Spannung wäre einfacher gewesen, aber hier so. Dann müssen wir wohl doch das, was ich eben gesagt habe, machen. Einmal Kabel dran löten an den Ausgang, dass ich messen kann und dann die Maschine mit dran stecken und beobachten, ob wir da irgendwas sehen, dass eine Spannung zusammenbricht oder wir plötzlich eine Wunderheilung haben. Das kann natürlich auch immer sein, dass jetzt plötzlich alles funktioniert und wir hier stehen und uns fragen, was zum Geier ist jetzt der Fehler. Aber gut, ich packe mir mal den Lötkolben und mache mal ein paar Drähte dran. So, Kabel sind dran, das heißt, ich kann jetzt hier im Betrieb messen. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler eher auf der 24-Volt-Schiene, einfach weil der Motor ja auch langsamer dreht, als ich das vermuten würde. Und hey, das klingt so, als ob der Motor wahrscheinlich an der höheren Spannung eher hängt. Heißt also, das machen wir als letztes, weil dann haben wir mehr Spannung oder so. Das heißt, wir fangen mal hier mit dem an, das müssten die minus irgendwas Volt sein. An und minus 7,4. Bisschen wenig. Was sagen die
plus 9 Volt. Plus 9 Volt sind plus 4,7. Okay, das ist auch zu wenig. Holen wir uns die 24 Volt Schiene. 12 Volt. Okay. Also alle Spannungen zu niedrig. Aber nur unter Last. Es artet jetzt langsam in Arbeit aus. Jetzt ist die Frage, macht das Gerät zu viel Last oder liefert das Netzteil zu wenig an Leistung? Das heißt, ich packe mir mal eine elektronische Last, gebe mal selber Lasten auf die einzelnen Sachen. So, elektronische Last ist dran. Wir haben das Ganze jetzt an der 24-Volt-Schiene. Brauchen wir sonst was? Ich glaube, nein. Sollte das eigentlich jetzt funktionieren? Mal ein. Schalten ein. Jetzt müssten wir hier 24 Volt sehen. Und, ups. Das war so natürlich nicht geplant. Aber da zeigt sich mal wieder alles doppelt und dreifach besser testen. Habe ich auch gerade vergessen. Ja. Das Netzteil liegt ja hier. Ich dachte, ich hätte das Plastik drunter. Nope. Und hier ist Metall. Ja, wir sehen hier eventuell diesen wunderschönen Einschlag. Da. Ja, die Kühlkörper sind wohl auf Potenzial. Ja, okay. Lesson learned. Wir sollten das Ding vernünftig sichern und dann vielleicht nochmal messen. Das ging dann jetzt wohl Richtung Erde. Vielleicht gerade nochmal zur Sicherheit gucken, ob wir die Sicherung im Netzteil auch durchgehauen haben. Oder ob die Sicherungen außenrum ein bisschen schneller waren. Nichts eingesteckt. Gut, wo ist die Sicherung hier? Da vorne. Und tatsächlich, die Sicherung im Netzteil hat auch ausgelöst. Huh. But I thought it's never diffuse. Ja, gut. Ich meine, ich glaube nicht, dass es groß was sonst gemacht hat. Mal gucken, auf welchem Potenzial dieser Kühlkörper hängt, den ich da kurz geschlossen habe. Okay, es scheint aber der Eingang zu sein. Eventuell der Brückengleichrichter, dass der was abbekommen hat. Da ging es drüber, aber sonst war das alles nur Traces. Und natürlich der Brückengleichrichter ist auch durch. Gut. Dann gucken wir uns nach etwas anderem um. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Netzteil vorher schon ein Problem hatte, ist sehr groß. Aber ich habe jetzt nur mäßig Motivation, das weiter hier jetzt wieder in Stand zu setzen und danach festzustellen, dass zusätzlich zu dem Fehler, den ich jetzt selber hier auf der Primärseite verursacht hatte, sekundär irgendwas mit der Regelung nicht stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Vielleicht testen wir es am Schluss nochmal. Nur um es sicher zu sein. Aber fürs Erste würde ich dann sagen, ich suche mir mal irgendwas, was 24 Volt ausspuckt. Versuche mir, ja, die 9 Volt zu basteln, ist kein Problem. Die minus 9 Volt, muss ich mal mir was überlegen, wie ich das machen könnte. Um jetzt ganz sicher zu gehen, dass es wirklich das Netzteil ist und nicht noch irgendwas anderes kaputt ist, bin ich dann hingegangen, habe mir hier mit verschiedenen Labornetzteilen mal die Spannungen zusammengebaut. Die sind ja zum Glück alle gegeneinander isoliert. Das heißt, also man kann einfach Plus und Minus vertauschen, um eine negative Spannung da zu bekommen. Und, was soll ich sagen, Display geht an, das Ding flackert nicht mehr, macht einen Selbsttest und am Schluss kriege ich dann sogar hier Scheine damit gezählt. Das heißt also, es reicht aus, das Netzteil zu tauschen oder zu ersetzen. Und dabei kann ich dieses Control-Signal anscheinend sogar komplett ignorieren. Das Ding läuft offensichtlich. Also, das Ding hier müssen wir ersetzen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte mal geguckt nach hier dieser Modellnummer und so, aber nicht wirklich was Sinnvolles gefunden. Das heißt, wir müssen wohl oder übel da improvisieren. Also versuchen wir uns mal mit dem Improvisieren und Start wäre der hier. Das ist ein Netzteil, 24 Volt, 3 Ampere glaube ich. Steht es hier irgendwo? Ja, 24 minus 3. Damit hätte man schon mal die Hauptspannung abgedeckt. Das heißt, die ganze 24 Volt Schiene, die wir hier haben, das ist ja hier auch 24 Volt, 3 Ampere, wobei er die nicht zieht. Also Nummer 1 erledigt. Jetzt brauchen wir aber noch 9 Volt. Und dafür habe ich mir hier so ein kleines DC-DC-Modul geholt.
Das sollte 24 Volt am Eingang können und dann entsprechend auch 9 Volt am Ausgang liefern. Das ist vollständig gepottet und so, das müsste eigentlich passen. Wir gucken in 12, 24 Volt out, 9 Volt bei 3 Ampere. Also deutlich mehr als die, was ist das hier, 1 Ampere, was wir hier nach können müssen. Das Ding ist ein Schaltregler und hatte ich benutzt, weil diesen kleinen Mini-Dingern, da hatte ich nichts da, dem ich 1 Ampere zumuten möchte. Für größere Ströme habe ich dann leider nur Fixe gefunden. Gut, also alles geklärt? Leider nein. Minus 9 Volt brauchen wir auch noch. Und das geht nicht so einfach, denn ne, der hier, der kann zwar wunderschön 9 Volt da machen, aber invertieren ist schwierig. Insbesondere, wenn wir hier von einem halben Ampere reden. Ich glaube zwar nicht, dass wir die tatsächlich in der Realität brauchen, aber es steht halt drauf, also kann ich es nicht ausschließen. Das heißt, für minus 9 Volt brauchen wir noch eine Lösung. Für diesen minus 9 Volt gibt es jetzt drei verschiedene Lösungen. Die erste Lösung wäre ein isolierter DC-DC. Das heißt also, wir gehen rein mit unseren 24 Volt und rauskommen 9 Volt. Aber hier bei dem sind wahrscheinlich, wenn wir gleich messen, die Minuspole verbunden. Bei isolierten ist das nicht der Fall. Die Sache ist, solche isolierten Dinger, die sind meistens limitiert auf 1 Watt oder sowas. 1 Watt bei 9 Volt ist ein bisschen weit entfernt von 0,5 Ampere. Also schwierig, da was Fertiges zu bekommen. Eine andere Sache wäre eine spezielle Inverterschaltung gewesen. Das heißt, eine Schaltung, die genau dafür da ist, eine positive Spannung in eine negative Spannung zu verwandeln. Auch die gibt es fertig, aber auch die sind halt nicht für so hohe Ströme gedacht. Und ich wollte halt was haben, was auch ein bisschen Sicherheit hat, dass wenn diese Ströme tatsächlich abgerufen werden, das funktioniert. Die dritte Möglichkeit, und auch die, die ich benutzen werde, die ist eher so aus der Kategorie It's not stupid if it works. Das ist nämlich das hier. Ja, das ist ein Netzteil von 230 Volt auf 9 Volt. Ja, okay. Diese Netzteile hier, die von AC auf DC gehen, die gehen ja hier über so einen Übertrager, der ist magnetisch, das heißt, die sind isoliert. Das heißt also, unsere 9 Volt haben erst einmal nichts mit den 230 Volt zu tun. Und wenn wir den dann einfach falsch rum anklemmen, haben wir überraschenderweise minus 9 Volt. Das heißt, an das, was hier Ausgang plus ist, da klemmen wir den Minuspol von den anderen beiden dran und haben dann auf der Minusseite unsere minus 9 Volt. Das ist nicht schön, aber es funktioniert. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist diese drei Sachen hier irgendwie so vereinen, dass das zum einen ins Gehäuse passt. Da habe ich jetzt nicht so wirklich Bedenken. Da ist eigentlich genügend Platz. Und was ich noch gucken muss, ist natürlich die Ein- und Ausgänge irgendwie verbasteln. Denn da sind ja hier diese Stecker dran. Ich könnte es jetzt natürlich im Notfall abschneiden und dann irgendwie da dran machen. Aber ich denke, das ist auch die sinnvollste Lösung. Aber im Zweifelsfall kann man hier ein bisschen was basteln. Na gut, gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Also alles einmal verkabelt, heißt die Wechselspannung, die reinkommt, verteilt auf die beiden Netzteile für 24 Volt und 9 Volt. Dann den Ausgang von den 24 Volt verbunden mit dem DC-DC auf 9 Volt. Die Minuspole entsprechend verbunden vom DC-DC 9 Volt und 24 Volt. Und den Minuspol vom 24 Volt mit dem Pluspol von dem anderen 9 Volt Netzteil, denn da wollen wir ja eine negative Spannung. Bin dann auch hingegangen und habe aus dem Originalteil die beiden Stecker ausgelötet und da direkt meine Kabel dran gemacht. Dann können wir das alles schön steckbar halten. Spannungen nochmal zur Sicherheit getestet und dann gehen wir mal zum Test rüber. Das klingt gut. Jetzt, wo wir wissen, dass alles funktioniert, das Ganze noch schön verpackt. Ich habe da noch Isoband auf der Unterseite, wo Strom drüber geht, drüber gemacht. Einfach um sicher zu gehen, dass es nirgendwo gegenkommt. Und dann mit Gaffer alles so zu einem schönen Bündel gemacht, dass das nicht irgendwie intern einfach nur lose rumfliegt und eventuell in die Mechanik irgendwie reinkommt. Das ist nicht ideal, weil damit wird auch die Möglichkeit zur passiven Kühlung ein bisschen eingeschränkt. Aber so von den Temperaturen, die ich gesehen habe, sollte das kein Problem sein. Zumal der Strom auch deutlich unter der Nennleistung der Netzteile war. Das heißt, die werden auch ohnehin nicht so warm. Ich hatte einmal mit ein paar Scheinen getestet. Hat soweit auch funktioniert. Allerdings recht häufig ist er dann auf die Idee gekommen, hey, das ist eine Fälschung. Glaube ich nicht.
Bin zur Sicherheit nochmal hingegangen, weil hier halt sehr viel Staub im Inneren war und habe das Ganze versucht, so zumindest ein bisschen Grund zu reinigen. Am Ende ist diese Fälschungserkennung für mich nicht wirklich relevant, aber vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Ja, dann testen wir doch einfach mal ein paar Varianten. Erstmal hier 5-Euro-Schein. Also einschalten vor dem Helfen. Bestätigt auch nochmal 560, nicht 570. Und 5 Euro zählt er natürlich. Oh Wunder, oh Wunder. Wenn wir jetzt mal hier 5 Euro einmal so rum, mal auf den Kopf, mal mit der Rückseite, mal Rückseite gerade. Das müsste er eigentlich auch alles zählen. Das heißt, wir müssten jetzt hier unsere 20 Euro bekommen und 20 Euro. Das Ding frisst den Kram problemlos. Auch wenn wir jetzt hier Scheine mal mischen, machen wir mal einen 10-Euro-Schein dabei. Das heißt 20 Euro wieder. Jo, 3 Scheine, 20 Euro. Sieht auch gut aus. Und das ist jetzt mit den ganzen MT, MG, UV und 3, was auch immer das alles heißt. UV ist klar, MG ist magnetisch, MT waren, glaube ich, die Maße oder sowas. Er erkennt auf jeden Fall die Werte von den Scheinen. Und was natürlich auch funktionieren sollte, unterschiedliche Scheine. Ich habe hier 2 Fünfer, einen alten und einen neuen. Theoretisch sollte er beide laut Packung können, wobei die Packung halt für den 70er war. Mal gucken, ob der hier das Firmware-Update auch drin hat. Kriegen wir 10 Euro oder kriegen wir eine Fälschung? Okay, 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 ganz ruhig. 10 Euro. Er erkennt also beide, den alten und den neuen. Wunderschön. Dann würde ich sagen, ich schmeiß hier mal noch ein bisschen was zusammen. Okay, so schräg geht auch. 20er, 50er, jo. Und ein 100er habe ich sogar auch noch besorgt. Jo, zählt da alles. Wunderschön. Verzeiht mir jetzt, dass ich die größeren Scheine jetzt nicht da habe. Was wir aber haben, ist jede Menge Scheine in verschiedenen Varianten und Größen und getauscht und hintereinander. Das heißt, ich mache mal hier einen Stapel aus dem ganzen Geld, was ich hier gefunden habe. Dann gucken wir mal, ob er das alles direkt am Stück zählt. Das ist jetzt natürlich sehr fies, weil hier viele Scheine dabei sind, die schon ziemlich mitgenommen sind. Die haben wahrscheinlich schon ein paar Runden gedreht, aber naja, wenn das Ding hier in einem Geschäft steht, da ist das ja auch so, dass das Geld wahrscheinlich eher ein bisschen abgegriffen ist. Da kommt ja auch von Kunden so einiges rein. Also, schauen wir mal. Clear. Ich glaube, es sind 300 irgendwas Euro oder sowas, die wir hier haben. Und? Was meint er? Macht das? Okay, 430 und er macht's. Okay, das ging schnell. Also, sollte irgendwann hier das YouTube-Money reinkommen, habe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu zählen. So, und jetzt, wo alles funktioniert, müssen wir das natürlich auch wieder wegmachen. Das heißt, wir werfen noch einen Blick ins Innere. Viel wird nicht zu sehen sein. Wir hatten eben ja schon von oben bei der Reinigung eine Menge gesehen. Es sind halt einfach nur ein paar Sensoren, die ja, Größe, Magnetfeld etc. da sich angucken. Viel mehr wird man da wahrscheinlich nicht sehen. Das meiste wird dann eher ein Software-Thema sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass beim Zerlegen nicht irgendein interner Schutzmechanismus da ausgelöst wird, der da das Programm löscht oder so. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, die Software ist ja updatebar und das hier ist jetzt kein System für Banken oder so, wo es wirklich auf 100% Sicherheit ankommt, auch wenn halt die größere Variante tatsächlich ja 100% verspricht. Und das hier reicht anscheinend nicht. Versuchen wir es mal mit dem hier vorne. Okay, hier vorne haben wir eine Leuchtdiode und einen Empfänger in Infrarot. Der guckt danach, dass hier vorne voll oder leer ist. Das sieht man manchmal, dass der da sich beschwert, wenn man noch Zeug drin hat. Zum Beispiel, wenn eine gefälschte Banknote erkannt wird, dann legt er die hier hin und dann wartet er, bis das mal das Geld rausholt, um so zu bestätigen, yo, habe ich rausgeholt, kann es weitermachen. Selbiges gibt es dann hier oben irgendwo nochmal für den Hopper. Ah, hier hinten sind noch Schrauben. Die dürften auch das halten. Hier vorne hängt es noch. Oh, da ist noch eine Schraube. So.
So, und hier sind wir. Ja, das dürfte das Prozessorboard sein. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall eine mäßig schöne Bauform hier teilweise. Also wenn wir hier uns diesen TO anschauen, der liegt hier ein bisschen sehr schräg drin. Hier hat man einen aufs Gehäuse geklebt. Linearregler. Ne? Oh, hier ist ein bisschen Kabelbinder, der abgefallen ist. Ja, das ist ein 7805, ein 5 Volt Linearregler. Prozessor ist ein STM32F103, auf dem das Ganze basiert. Dann haben wir hier oben anscheinend Stromversorgung. Hier Motortreiber, wie es aussieht. Die Sensoren wahrscheinlich hier, über Op-Amps und so weiter. Nochmal hier unten jede Menge Kondensatoren. Das ist auch tatsächlich das, was vom Netzteil kommt, so von den Farben, das Kabel. Sag mal hier, 2626F003C, LM339, das ist ein Op-Amp, LM393 und ein LM393, also jede Menge Op-Amps. Hier haben wir auch noch einen versteckten Button, K1. Das hier dürfte wahrscheinlich ein Impulsgeber sein, um die Drehgeschwindigkeit und so zu prüfen. Okay, schauen wir mal auf die andere Seite, ob sich da auch noch was versteckt. Oder ob wir hier eine Seite leer haben. Ja, okay, das ist nur die Mechanik. Ein paar hier unten, um die zu bewegen. Hier oben mit einem Riemen. Wir sehen auch schon ein bisschen Abnutzung hier drin, aber ja, geht noch gut. Ich meine, das Ding wird schon ein paar Scheine gezählt haben. So günstig sind die Dinger ja nicht. Das heißt wahrscheinlich, dass der in irgendeiner Firma aktiv war. Mal gucken. Hier kann man, sehe ich gerade, man kann auch das Unterteil abnehmen. Dann können wir uns da noch mal reingucken. Ich meine, da werden wir nicht viel sehen. Da ist der Motor und die, ja, noch ein paar von den Sensorboards, die wir auch schon von oben gesehen haben. Aber hey, wenn wir schon mal da sind, ne? Gucken wir mal. Und ja, wie vermutet, ich habe jetzt nichts gesehen hier an Sabotagekontakt oder irgendwas. Also, da ist anscheinend nichts drin. Da sind wir jetzt auch im Inneren. Oh, das ist SD. Hier ist ein Micro-SD-Karten-Slot. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, das ist wahrscheinlich dann für Firmware-Updates. Und hier, wenn wir ins Innere gucken, wie gesagt, hier noch ein paar Sensoren. Und hier der große Motor. Brushless. Modell 4260 DC 24 Volt. 6500 Runden. 50 Watt. 35 Newtonmeter. Das sind also die Specs. Und ansonsten der Stromschalter eingeklebt hier mit Schmodder. Da haben wir noch einen Sensor. Okay. Nichts, was nicht zu erwarten gewesen wäre. Packen wir es wieder zusammen. Passt schon. Und ich habe jetzt mal hier notdürftig mir ein entsprechendes Null-Modem-Kabel für COM gebastelt. Das heißt, der Druckeranschluss hier, der RS-232, der geht jetzt hier in meinen Laptop rein. Wenn wir jetzt hier mal ein paar Scheine holen. So, jetzt aber. Jetzt sehe ich auf dem Display Count 15 mit 120. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil eigentlich sollte hier mehr drin sein. Oh, ich habe einen Fünfer vergessen. Gut, dass wir im Add-Modus sind, wie wir auf dem Display sehen. Das heißt, wir können den einfach nachlegen. Und jetzt kommt es hin. 16 Scheine, 125 Euro. Was wir jetzt hier noch haben, ist der Rep-Print-Button. Wenn wir den kurz drücken, dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel Deno 5, 9. Das heißt also, wir haben 9 Scheine a 5 Euro, 6 Scheine mit 10 Euro, 21er, 0,50er, 0,100er, 0,200er, 0,500er. Und was ich jetzt machen kann, ist hier den gedrückt halten. Dann sieht es auf dem PC so aus. Ja, das ist ein Bug, den hatte ich jetzt schon mehrfach. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es daran liegt, dass hier die Verkabelung etwas schwierig ist. Und es kann auch genauso gut sein, dass hier der USB-Konverter ein bisschen problematisch ist. Die sind alle nicht mehr so berauschend. Aber wenn ich mehrfach mache, sieht man irgendwann, wie es eigentlich hätte aussehen sollen. Ungefähr so. Hier oben steht nochmal die Currency. Dann sehen wir hier eine Tabelle. Alles ASCII. 5 Euro mal 9 gleich 45 Euro in 5ern, 10 Euro haben wir 6 Scheine, also 60 Euro, 20 haben wir 1 Schein, also 20 Euro
und insgesamt 16 Scheine mit einem Gesamtwert von 125. Wie gesagt, normalerweise ist das eine komplette Tabelle, wenn ich es mehrfach mache. Irgendwann kommt er dann auch mal durch. Aber irgendwo ist da was mit dem Takt nicht so wirklich in Ordnung, was seltsam ist, denn das hier ist eine Geschwindigkeit von 9600, also jetzt nicht so aufwendig eigentlich. Aber hier so soll es eigentlich aussehen mit diesen Minuszeichen am Anfang, Currency Euro und dann die ganzen Werte. Okay, null Error, klingt gut. Ich habe meine 125 Euro. Die wandern jetzt mal wieder ins Portemonnaie für den Wocheneinkauf. Wir hatten jetzt eben gesehen, dass ich mehrfach das Problem hatte, dass das Ding meinte, hey, hey, Falschgeld. Das hatte ich jetzt beim Testen immer mal wieder. Ich bin mir recht sicher, dass das kein Falschgeld ist. Das sind einfach irgendwelche Falscherkennungen. Keine Ahnung, was der Unfug soll. Vielleicht einfach noch weiter hier verdreckte Sensoren. Das kann durchaus sein, dass ich da noch nicht genügend drüber gegangen bin. Muss man mal im Auge behalten. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet, was genau der hier für ein Problem dann immer hat bei diesen Falschgeldsachen. Ob der irgendwie anzeigt, was das für ein System, was das für Noten sind, die er da als Falschgeld erkennt. Ich werde es mal im Auge behalten, vielleicht wird es ja besser. Es kann auch durchaus sein, jetzt hier der Werkstatt hier ist jetzt auch nicht so die Standardbüro-Raumtemperatur. Vielleicht, dass es da dran hängt. Ja, wir hatten eben ja auch gesehen, so einen ganzen Stapel hat er auch mal problemlos durchgezogen. Also meistens geht's. Gut, ansonsten die Bedienungsanleitung wird mit Sicherheit weiterhelfen. So, ich werde den hier jetzt auf jeden Fall mal wieder einpacken. Hier meine Werkbank ein bisschen so freiräumen, dass ich mal wieder was davon sehen kann. Und hoffe einfach mal, dass der hier fleißig seine Scheine zählen kann. Wie gesagt, bei mir kommt jetzt eigentlich auch nicht so viel durch, das heißt, ist dann die Aufgabe nicht so groß, aber je nachdem, wenn mal irgendwelche Veranstaltungen sind vom Verein oder so, da kann es schon mal hilfreich sein, wenn man so ein Ding hat, da muss man nicht mehr anzählen, da hat man schon mal eine grobe Übersicht, was denn da durchgeht. Ich hatte vor langer Zeit ja auch schon mal einen Münzzähler gezeigt, der hilft bei sowas natürlich auch. Das heißt, ich kann jetzt meine Münzen und Scheine hier fleißig zählen, wie gesagt, hier für das Ding inklusive Porto habe ich unter 10 Euro bezahlt. Ich glaube, dafür kann man das mal machen. Die Reparatur jetzt, lass es mal nochmal 10, 15 Euro gewesen sein. Also sagen wir mal irgendwie 25, 30 Euro für hier so eine Geldzählmaschine. Ich glaube, neu kosten sie 150, würde ich mal schätzen, so um den Dreh. Ich glaube, damit kann man leben. Und jetzt hoffen wir einfach, dass der hier dann auch längere Zeit das tut, was er soll.